Moin Moin und herzlich willkommen in Ralfs Fotobude. Ja, mit den neuen Kameras geht's Schlag auf Schlag. Im Moment ist dran Panasonic mit einer neuen Systemkamera. Ja, deren letzte Neuvorstellung, das war ja die GX7, die ich auch schon vorgestellt habe auf meiner Internetseite, auch im Video ausführlich besprochen habe. Ja, und das nächste ist eine ganz kleine, schnucklige Kamera von Panasonic und das ist die DMC GM1. M könnte vielleicht für Mini oder für Mikro stehen. Auf jeden Fall, die ist herrlich klein. Ich zeige euch mal im Größenvergleich zwischen der GX7 und der GM1. Da sieht man, dass die tatsächlich deutlich kleiner und kompakter ist. Naja, kein Wunder, sie hat auch zumindest keinen elektronischen Sucher, so wie die GX7, ist aber sonst, und das finde ich das Verblüffende, komplett ausgestattet wie die GX7. Die hat alles drin und dran wie die GX7. Es ist der gleiche Sensor drin, 16 Megapixel Micro Four Thirds Sensor. Wir können hier einmal das kleine Objektiv abnehmen. Dann seht ihr das. Hier versteckt sich der Sensor. Und damit man auch tatsächlich sieht, dass es von der Größe, Bajonett etc. das gleiche ist wie bei der GX7, machen wir hier auch mal das Objektiv ab. Und wenn wir die beiden jetzt nebeneinander halten, dann sieht man, gleicher Bajonettanschluss, gleiche Sensorgröße, ja. Und Panasonic sagt, auch der gleiche Sensor drin. Ja, was hat Panasonic noch Neues rausgebracht? Das habt ihr eben schon auf der Kamera gesehen. Das ist so ein kleines spezielles Pancake-Zoom-Objektiv. Das ist dieses hier. Macht die Kamera super handlich und super schlank. So, einmal hier wieder draufsetzen. So, so sieht das Ganze aus. Ja, und hier oben seht ihr die Brennweite. Die geht von 12 bis 32 mm, das ist dann entsprechend dem Kleinbildformat 24 mm bis 64 mm, also schon eine sehr, sehr schöne Brennweite. Aber ganz klar, das ist das Standard-Bajonett, das ist also nichts Neues, Standard-Micro Four Thirds. Das heißt, ich kann hier natürlich auch zum Beispiel das Power Zoom dran setzen, macht die Kamera ein kleines bisschen größer, ist aber immer noch kompakt. Boah, und ich kann natürlich auch die Objektive von Olympus dran setzen, hier ganz speziell mein Liebling, das 75er. Ja, und dann sieht das Ganze schon ein klein bisschen lustiger aus. Riesenobjektiv, kleine Kamera dahinter. Aber wie gesagt, es funktioniert, und was die Bildqualität anbelangt, wie gesagt, die sollte gleich sein wie die von der GX7, denn es arbeitet der gleiche Sensor in der Kamera. Ja, ich hatte schon gesagt, von der Ausstattung her hat Panasonic in die Kleine all das reingepackt, was schon in der GX7 für ein gutes Rundrum-Sorglos-Paket gesorgt hat. Und zwar ist drin natürlich die WLAN-Funktionalität, Wi-Fi, und zwar genauso wie eben in der GX7 oder natürlich auch in der G6. Das heißt, ich habe die Fernsteuerung, ich habe die Verbindung zu allen möglichen externen Devices, ich kann während der Aufnahme übertragen und. Also das heißt, das komplette Wi-Fi-Paket ist in der GM1 auch drin. Ja, und auch sonst die gesamten Einstellungen. Wir können uns das mal gleich in den Menüs angucken. Vorher vielleicht noch einmal einen Blick zu den Bedienelementen. Wir haben hier einmal auf der Oberseite den Ein-Ausschalter. Das ist einmal hier Ein-Aus. Dann habe ich hier einen Funktionshebel, der kombiniert ist mit der FN1-Taste, also Funktionstaste 1, die natürlich wieder individuell belegt werden kann. Dann haben wir hier die verschiedenen Fokusmethoden, AFCS für Single-Autofokus, AFC für Continuous, also kontinuierlichen Autofokus, und MF für manuelles Fokussieren. Ja, und dann haben wir hier das große, groß ist in dem Fall etwas übertrieben, aber es ist das Programmwahlrad und auch hier die üblichen bekannten Einstellungen, Programmautomatik, Aperture für Blendenvorwahl, S für Shutter Speed Zeitvorwahl, M für manuelles Einstellen von Blende Belichtungszeit, dann die manuelle Videofunktion C1, C2, C2 vermutlich wieder mit den Unterscheidungen C21 bis C23, dann die Motivprogramme unter SCN, die Kreativprogramme und natürlich wieder die intelligente Automatik, und jetzt sind wir wieder beim Punkt P. Das heißt also wirklich hier die Vollausstattung
alle Motivprogramme, alle Kreativfilter und all das ist tatsächlich in die Kamera integriert. Ja, gleich ein Punkt, ihr seht hier ist MF natürlich eingetragen, das heißt, ich kann natürlich manuell fokussieren. Was bei dem neuen Objektiv auffällt, es hat nur einen Drehring. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich dieses Objektiv ansetze, geschieht das manuelle Fokussieren nicht über einen zweiten Fokusring, wie das zum Beispiel hier bei diesem Objektiv ist, auch ein Panasonic-Objektiv. Da habe ich ja einmal hier vorne den Fokusring und hier den Zoomring, das entfällt. Ja, und deswegen gibt es hier dann eben auch den Punkt, wo ich das Fokussieren über das Touch-Display an der Seite mache. Das kann ich euch gleich mal zeigen, damit ihr seht, wie das aussieht. Ich gehe also hier oben einmal auf MF für manuelles Fokussieren. So, dann fahre ich das Objektiv einmal aus. Ja, und jetzt seht ihr schon, jetzt habe ich hier natürlich, übrigens, es ist wie gehabt ein Touchscreen. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe und einmal hier unten drauf klicke, doppelt auf den Screen, dann seht ihr, ich bin jetzt in der Vergrößerung und kann hier an der Seite dann einfach, ihr seht unten die kleine gelbe Skala und habe dann hier unten die Möglichkeit, auf mein Motiv scharf zu stellen. Ja, und wie ihr an dem Blinkeln und Blitzeln in meinen Haaren seht, gibt es auch wieder das Focus Peaking. Das heißt also, ich kann hier auch das Focus Peaking wie in der GX7 nutzen. Das also so ein kleiner Trick für dieses neu konstruierte Pancake-Objektiv, was eben keinen manuellen Fokusring hat. Da habe ich das ganz normale Objektiv angesetzt, dieses hier, und bin auf manuellem Fokussieren. Dann haben wir natürlich wieder die altbekannte Methode. Ihr seht, ich drehe hier vorne, die Kamera geht in die Vergrößerung rein und ich kann dann ganz normal hier vorne am Fokusring drehen und habe dann ganz normal die Möglichkeit, eben auf mein Motiv scharf zu stellen. Ich habe auch hier wieder die verschiedenen Vergrößerungsfaktoren, die ich wählen kann. Also da ist alles wie gehabt. Das ist genau die gleiche Technik, nur der kleine Trick eben fürs manuelle Fokussieren. Ja, gucken wir uns einmal auf der Rückseite an. Dann haben wir hier einmal die Videostarttaste, Wiedergabetaste, dann hier einen Vier-Wege-Schalter mit der Menü-Set-Taste in der Mitte. Da hier unten wird das Quick-Menü aufgerufen oder der Mülleimer zum Löschen und das Display. Und wenn ich jetzt hier einmal auf das Display drücke, habe ich meine verschiedenen Anzeigen. Und tatsächlich auch in der kleinen GM1 ist tatsächlich die 3D-Wasserwaage drin. Also auch da wurde nicht gespart. Ich habe also wirklich die komplette Vollausstattung. Und neu, da ich ja die Kamera in der Größe oder da Panasonic die Kamera in der Größe geschrumpft hat, ihr seht, die verschwindet also hier problemlos in meiner Hand, gibt es auch nicht mehr die Drehräder, so wie sie es bei der GX7. Da habe ich ja einmal hier oben das Drehrad und einmal hier an der Rückseite das Drehrad. Da seht ihr, hier ist noch der Vier-Wege-Schalter mit vier Tasten aufgeteilt. Und das hat man jetzt bei der neuen etwas anders gemacht. Da hat man jetzt endlich hier den Drehschalter. Das heißt, ich habe mit diesem Drehschalter die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Ja, wieder hier die Funktionen WB für den Weißabgleich, White Balance. Auch hier wieder alle Möglichkeiten inklusive individueller Einstellungen über den Kelvin-Wert. Dann hier unten haben wir die Serienbildfunktion mit den verschiedenen Möglichkeiten, Bracketing und natürlich wieder den Selbstauslöser mit verschiedenen Vorlaufzeiten. Ja, und auf der anderen Seite, da arbeiten wir dann wieder mit den verschiedenen Autofokus-Methoden von der Gesichtserkennung, Verfolgungs-AF, die 23-Feld, 1-Feld und den Punkt-Autofokus. Ja, und oben gibt es dann einmal die Belichtungskorrektur. Ihr seht unten in Gelb das kleine Feld. Ja, und jetzt sind wir eben in dem praktischen Punkt. Das heißt, hier habe ich jetzt eben die Möglichkeit, das direkt über das Drehrad hier oben zu machen. Das heißt also wirklich sehr einfache, sehr schnelle Bedienung. Ja, gehen wir ins Menü rein. Wer die Panasonic-Menüs von der GX7 kennt oder auch von der G6, keine Überraschung, gleiches Menü wie gehabt. Das heißt also ganz einfach hier an der Seite die Einteilung. Ich kann hier natürlich auch wieder sämtliche Funktionen über den Touchscreen auslösen. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr einfach,
die Funktionen hier zu verändern. Ich muss nichts über Tasten machen, sondern kann einfach sagen, ich möchte den Bildstil ändern. Tippe ich einmal hier drauf, dann habe ich meine Einstellung Standard, kann das dann nochmal individuell einstellen in den verschiedenen Unterpunkten oder natürlich auch selbstverständlich das über die Tasten machen. Ja, und schön wieder, freut mich, dass auch das nicht weggefallen ist, dass wir hier bei Monochrom einmal wieder die Sättigung haben. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, einmal eine Blaufärbung und eine Sepia- oder Braunfärbung zu machen. Und wir haben hier unten dann wieder die Möglichkeit, die verschiedenen Filtereffekte Gelb, Orange, Rot und Grün für die verschiedenen Funktionen bei dem monochromen Bild vorzunehmen. Landschaft, Porträt, benutzerspezifisch und Standard. Ja, Bildverhältnis ist klar, 4:3. Bildgröße 16 Megapixel ist die höchste Auflösung. Dann geht's los hier mit den verschiedenen Bildqualitäten, die ich einstellen kann, und Empfindlichkeit. Hier habe ich die geringste ist ISO 200, wobei ich jetzt noch nicht im Menü geguckt habe und da gehe ich mal von aus, dass es auch noch einen erweiterten ISO-Bereich gibt und da dann vermutlich 125. Da gucke ich aber gleich nochmal, ansonsten ISO 200. Ja, und ihr seht die Punkte, die es hier sonst gibt, das ist alles bekannt aus der GX7 Zeitrafferaufnahme, Stop-Motion-Animation ist sogar dabei. Dann haben wir hier den Verschlusstyp und beim Verschlusstyp haben wir einmal die Funktion Auto. Da wählt die Kamera automatisch, ob sie den mechanischen Verschluss nimmt oder den elektronischen Verschluss, oder ich habe hier die Wahl zwischen den verschiedenen Einstellungen elektronischen Verschluss. Das heißt, ich kann also auch hier wieder festlegen. Kann ich auch gleich mal zeigen, habe ich den elektronischen Verschluss verwendet. Jetzt muss ich einmal hier oben kurz umstellen und auf den Punkt S gehen. Für Shutter Speed habe ich den elektronischen Verschluss verwendet. Dann gehe ich bis zu einer Belichtungszeit von einer 16.000stel Sekunde. Verwenden Sie nur den elektronischen Verschluss, dann bin ich eben bei einer Belichtungszeit von einer 16.000stel, bin ich hier bei der Einstellung, das ist quasi der mechanische Verschluss, dann ist meine kürzeste Belichtungszeit eine 500stel Sekunde. Das ist also so ein kleiner Unterschied. Ich habe aber eben auch natürlich die kurzen Belichtungszeiten, die ich einstellen kann. So, dann gehen wir wieder auf den P zurück, damit wir hier möglichst alle Einstellungen haben. Ihr seht, auch hier an der Seite schiebt sich das kleine Register rein. Hier habe ich dann also Funktionstaste 2, 3, 4, 5 und 6, die ich individuell belegen kann. Das wird hier über diesen kleinen Schieber aktiviert. Und ich habe da drüber auch den kleinen Pfeil, da habe ich dann die verschiedenen Funktionen, wie eben hier zum Beispiel den Touch-Auslöser, den ich aktivieren kann. Auch das nichts Neues, auch das schon altbekannt. Einmal einfach drauf tippen und dann löst die Kamera, beziehungsweise hier verschiebe ich erstmal den Autofokuspunkt. Die Größe kann ich dann hier über das Drehrad auch wie gehabt einstellen. Also auch das von der Bedienung her alles wie gehabt. Drücke ich hier einmal auf das kleine Symbol drauf, damit das X verschwindet. Zack, dann habe ich den Touch-Auslöser und dann ganz normal einmal draufdrücken und schon bin ich auf dem Touch-Auslöser. Also auch das altbekannte Technik, wie sie schon in den anderen Kameras verwendet wurde. Ja, weiter geht's dann hier mit Blitzlicht, rote Augenreduktion, maximalen ISO-Wert. Hier können wir nochmal gucken. Kann ich einstellen, maximaler ISO-Wert 25.600, auch das natürlich wie bei der GX7. Ja, und jetzt kommt auch gleich der Punkt, den ich dachte, dass es ihn nicht gäbe. Ihn gibt es aber natürlich, erweiterte ISO. Wenn ich den auf On stelle, dann bin ich bestimmt wieder bei meiner geringsten ISO-Einstellung von 125. Gucken wir mal, ob das stimmt. Einmal Quick-Menü gedrückt, einmal hier unten auf ISO-Empfindlichkeit und siehe da, hier drüben ist sie L125, das heißt, ich kann auch hier auf die niedrigere Einstellung von ISO 125 gehen, auch das wie bei der GX7 wie gehabt.
Langzeitrausch, Unterdrückung, Schattenkorrektur ist wieder die Korrektur, etwas missverständlicher Begriff, ist die Korrektur, die Vignettierung der einzelnen Objektive, erweiterter Telebereich, Farbraum, Stabilisator. Hier ist es so, dass wir den Stabilisator im Objektiv haben. Ihr seht hier, ist vorne dran, steht Mega OIS. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir ein nicht stabilisiertes Objektiv dran setzen. Was dann passiert, ob wir dann eine Meldung bekommen. Und siehe da, es passiert nichts. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich hier einmal drauf gehe, muss ich hier einmal runtergehen, weil das Menü nicht umgestellt ist. Wenn ich jetzt hier einmal runtergehe auf, wo haben wir sie? Den Stabilisator, dann sehen wir, der Stabilisator ist off. Das ist ein kleiner Unterschied zur GX7, denn die GX7, die hat ja den eingebauten Bildstabilisator auf dem Sensor. Das heißt, die hat eben diese Doppeloption, einmal den Stabilisator im Objektiv, wenn es Mega-OIS-Objektive, also OIS für Optical Image Stabilizer-Objektive sind, die den eingebauten Bildstabilisator haben. Wird an diese Kamera ein Objektiv ohne Bildstabilisator rangesetzt, so wie jetzt eben hier das 75mm Objektiv von Olympus. Und ich schalte die Kamera ein und gucke einmal hier drauf. Dann seht ihr, dann erscheint hier diese kleine Meldung Body Bildstabilisator. Das heißt, in dem Moment wird dann der Bildstabilisator in der Kamera verwendet. Das gibt es bei der kleinen hier nicht. Die ist also tatsächlich auf die Stabilisierung im Objektiv angewiesen. So, dann haben wir Gesichtserkennung, Profil einrichten. Jetzt gehen wir einmal in die Videofunktion. Ja, und bei den Videofunktionen gibt es auch einen kleinen Unterschied. Ich kann hier auch Bildstil, kann hier wieder Aufnahmeformat einstellen. Was ich aber nicht machen kann, ist, das seht ihr jetzt hier bei der Aufnahmequalität, da ist das höchste 50i mit 17 Megabits pro Sekunde. Das heißt, die 50p-Variante gibt es bei der kleinen Kamera nicht. Gibt dann eben die 25 P, 24P und die in den kleineren Auflösungen dann. Das heißt also, hier seht ihr, die Kamera gibt zwar Bildsensorausgabe, gibt zwar 50P aus, aber es wird wohl offensichtlich nur im Format 50i gespeichert. Das heißt also, da scheint die Speicherung dann nicht im Format 50p zu sein. Das muss ich mir aber nochmal angucken, denn es ist hier auch so ein kleines bisschen missverständlich in dem Menü. Da werde ich nochmal einen genauen Blick drauf werfen müssen, denn sie sagt hier 50p mit 50i aufgenommen mit 17 Megabit pro Sekunden. Und dann habe ich hier Bildsensorausgabe 25p wird auch mit 50i und 24 Megabit pro Sekunde aufgenommen. Da werde ich nochmal im Test dann genau gucken, was die Kamera denn nun tatsächlich aufnimmt und welches Bildformat sie denn dann tatsächlich beim Video aufnimmt. Ja, ansonsten habe ich hier die Möglichkeit natürlich wieder unter dem Punkt P, sobald ich hier oben auf dem manuellen auf der manuellen Einstellung bin, dann sehe ich, dann könnt ihr den Belichtungsmodus bei der Videofunktion eben auch entsprechend verändern. Ja, und das andere sind die üblichen Einstellungen, die ich bei der Videofunktion habe. Mikrofonlevelpegel. Ich kann hier natürlich auch kein externes Mikrofon anschließen. Kleiner Kritikpunkt bei der GX7 ist das schade, denn da hätte man sich das eigentlich gewünscht. Die G6 hat das ja, die hat ja genau diese Option, dass ich ein externes Mikrofon anschließen kann. Ja, gehen wir nochmal weiter im Menü, dann auf den Punkt Custom, und wenn wir hier jetzt einmal schauen, fangen wir oben an, haben wir wieder die Stummschaltung, das heißt, ich kann hier wieder alle Funktionen auf Ausstellen und bin dann quasi bei einer ganz komplett ruhigen Auslösung, muss ja einmal den Ring ausfahren. Ihr seht, die Kamera geht dann auch auf den elektronischen Auslöser, und wenn wir jetzt einmal ganz ruhig sind und auslösen, dann ist tatsächlich absolut nichts zu hören. Das heißt, die Kamera löst jetzt in dem Moment tatsächlich komplett geräuschlos aus. So, jetzt gucken wir noch einmal. Hier seht ihr jetzt, wenn ich auf elektronischem Verschluss bin, dann habe ich eben als kürzeste Belichtungszeit die 16.000stel Sekunde.
So, dann gehen wir hier einmal wieder ins Menü rein, schalten die Stummschaltung einmal wieder aus. Dann AE-Speicher können wir festlegen, Auslöser halb drücken, off. Das ist diese Funktion, wenn ich das einschalte, dann brauche ich die nur anticken und die Kamera löst quasi sofort aus. Im Moment merkt ihr, ist es so, wenn ich drauf tippe, stellt sie scharf. Wenn ich jetzt diese Funktion hier einmal auf on stelle, dann kann ich dieses Antippen nicht mehr, sondern die Kamera löst praktisch sofort aus. Das heißt, ich tippe wirklich den Auslöser nur ganz leicht an, seht ihr, und schon löst die Kamera aus. Das heißt, dieses Vorfokussieren entfällt, wenn ich auf diese Funktion gehe und die aktiviere. Dann habe ich hier die verschiedenen Autofokus-Modi, die ich wählen kann, Quick AF. Das sind alles Punkte, die bekannt sind. Hier Fokus-Auslöse-Priorität. Hier kann ich sagen, ob die Kamera erst auslösen soll, wenn das Bild scharf gestellt hat, oder ob die Kamera in jedem Fall auslösen soll. Das heißt also, auch wenn es noch nicht scharf gestellt hat und ich möchte garantiert auf jeden Fall ein Bild haben und nicht das Risiko, dass mir das Bild durch die Lappen geht, dann sollte ich diese Funktion auf Release stellen, denn dann löst die Kamera in jedem Fall aus. Ihr merkt das, ich kann jetzt hier auch ganz wild einfach meine Kamera, meine Hand vor die Linse halten. Die Kamera löst in jedem Fall aus, egal ob sie es in der vorgegebenen Zeit schafft, scharf zu stellen oder nicht. Das ist also der Punkt, wo ich das auswählen kann, was die machen soll. AF und MF, MF-Lupe, manuelle Fokuslupe. Hier kann ich sagen, wie die angezeigt werden soll, welche Anzeige. Hier habe ich wieder die Möglichkeit, das Fokus-Peaking einzuschalten. Fokus-Peaking ist diese Funktion beim manuellen Fokussieren, wo mir eben angezeigt wird, wo der Schärfepunkt maximal erreicht ist. Und das wird mir angezeigt durch eine bestimmte Farbe, einen Farbsaum. Und den kann ich hier jetzt nochmal festlegen. Ich kann da zum Beispiel auf Gelb gehen. Und wenn ich jetzt hier auf manuelles Fokussieren gehe und einmal hier doppelt kurz drauf tippe, so, und dann seht ihr, wenn ich jetzt hier die Schärfe einmal einstelle, muss man gucken, da seht ihr jetzt an meinem Bart, dass es da gelb glitzert, das heißt, da ist die maximale Schärfe erreicht. Ist eine sehr schöne Funktion, um das Fokussieren im manuellen Bereich etwas zu erleichtern und ein kleines bisschen schneller die Schärfe zu finden. Histogramm, Gitterlinie, hier habe ich wieder die verschiedenen Optionen für die Gitterlinien. Auch sehr schön, hier wieder die Option dieser Gitterlinie, auch schon bei der GX7. Ich habe hier die Möglichkeit zum Beispiel, mir einen goldenen Schnitt festzulegen und kann dann tatsächlich sagen, so, da unten möchte ich meinen Hilfspunkt haben für den goldenen Schnitt und habe somit die Möglichkeit, wirklich sehr gezielt meine Gitterlinie festzulegen und mir die auch als Hilfe tatsächlich sehr schön nutzbar zu machen. Schalte ich jetzt mal wieder aus. Spitzlichter, konstante Vorschau, Belichtungsmesser, die Radinfos, Aufnahmefeld, Restanzeige. Hier habe ich die FN-Tasteneinstellungen, das heißt, ich habe hier meine Funktionstaste oben drauf, die FN1, die hier im Ring ist, wo ich die verschiedenen Fokusparameter festlegen kann, und dann die Soft-Funktionstasten auf dem Touchscreen von FN2 bis FN3, und dann gehen wir da einmal drauf und dann gucken wir, aha, also ich habe hier die Möglichkeit zwischen 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zwischen 8 mal 4 Möglichkeiten zu wählen und kann den dann wieder auf Standard zurücksetzen. Das sind dann also quasi 31 Möglichkeiten sollten das dann sein. Das ist also die Belegung der Funktionstasten. Dann geht es weiter. Quick-Menü hatte ich eben schon gezeigt. Auch hier kann ich natürlich wieder das Quick-Menü individuell einstellen, indem ich hier auf Custom gehe. Das heißt, ich drücke jetzt hier einmal unten die Quick-Menü-Taste, habe jetzt hier unten mein Quick-Menü, das heißt nicht mehr oben und unten verteilt. Die Einstellung funktioniert genauso, das heißt, ich tippe hier einfach drauf, kann hier unten einmal verschieben. Möchte ich jetzt zum Beispiel dieses Feld individuell belegen, gehe ich hier unten einfach auf den Schraubenschlüssel drauf, sage dann hier einmal wählen. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, dass ich hier auf das freie Feld hier hinten, auf das freie Feld möchte ich die HDR-Funktion haben, nehme ich das Feld einfach und ziehe das hier einfach runter auf das freie Feld. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das falsch rum zu machen, aber ich zeige das jetzt einmal so. Zack, dann ist das da drauf. Möchte ich hier, ich habe hier verschiedene Optionen, möchte ich
Mal gucken, was ich hier noch zur Auswahl habe. Möchte ich hier zum Beispiel den Bildstabilisator, dann gehe ich hier einfach drauf, ziehe den Bildstabilisator nach unten auf eines der Felder. Na, komm schon, tipp hier drauf. Na, bisschen schwierig jetzt, das so rum zu machen, aber Moment. So, komm schon, will nicht. Mit der anderen Hand einmal hier den Stabilisator auf das Feld runter. Zack, das war's. Und so kann ich also mein Quick-Menü ganz individuell einrichten und habe die Möglichkeit, mein Quick-Menü so zusammenzustellen, wie ich das gerne hätte. Und habe also da die Möglichkeit, wirklich mir das so zu individualisieren. Möchte ich das nicht, dann ganz einfach nehme ich das Quick-Menü Preset und in dem Moment, wenn ich die Voreinstellungen habe, dann sieht das Quick-Menü so aus, dass ich hier oben einen Teil der Einstellungen habe, hier unten einen Teil der Einstellungen und da sind dann die wichtigsten Punkte drauf, die ich dann wie gehabt einfach kurz antippe. Hier zum Beispiel die Messmethode für die Belichtungsmessung und dann eben den entsprechenden Punkt einfach antippe und das war's. Geht also sehr, sehr schnell und sehr einfach wie gehabt. Videotaste kann ich einschalten, Objektiv ohne Fokusring, hatte ich eben schon gesagt. Da ist die Einstellung, wie ich dann eben den Fokus einstelle. Touch-Einstellungen kann ich hier machen, Touch-Blättern, Menüführung auslösen ohne Objektiv. Ja, und dann im Prinzip hier nochmal die Standardsachen wie Uhrzeit, Datum und so weiter. Hier seht ihr, hier ist die Wi-Fi-Funktion. Das heißt, wenn ich hier einmal drauf gehe, habe ich hier wieder die Wi-Fi-Funktionen, neue Verbindung und dann meine üblichen Punkte, wie sie bekannt sind und eben auch den wunderschönen Punkt Bilder während der Aufnahme schicken. Das heißt, auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, im Hintergrund die Bilder zu schicken und im Wi-Fi-Setup kann ich hier ganz normal meine Verbindungen eintragen und das war's. Das Einzige, das sehe ich jetzt gerade, was es wohl nicht zu geben scheint, ist ein NFC-Chip. Das heißt, offensichtlich muss ich hier die Verbindung dann wieder über das ganz normale Eintragen einer Adresse machen. Wir gucken hier einmal, ob hier irgendwelche Hinweise sind, ob das per NFC geht. Nein, also offensichtlich habe ich hier die manuelle Übertragung und gebe dann wieder das Kennwort ein. Da gucke ich aber nochmal, ob zur Sicherheit nicht die Kamera doch einen NFC-Chip hat. Wie gesagt, aus dem Menü scheint hervorzugehen, dass sie den NFC-Chip nicht hat. Aber es ist auch kein Drama. Ich muss nur ein einziges Mal diese Kombination hier unten eingeben auf meinem Smartphone und dann ist die Verbindung hergestellt. Also von daher, das ist jetzt nun kein Beinbruch. Und ich gehe mal davon aus, dass aufgrund der Kompaktheit der Kamera eben auf diesen NFC-Chip verzichtet wurde. Signalton, Monitorhelligkeit und. Wie gesagt, das sind hier die Standardfunktionen, die ich alle einstellen kann und wo ich die Kamera sozusagen vorbereiten kann für die Aufnahmen. Dann hier habe ich bei der Wiedergabe Diashow, Ortsinformationen, die ich über das Smartphone bekommen kann. Auch hier die Standardfunktion Drehen, Zuschneiden, Favoriten, Drucker, Schutz und so weiter, all das sind Punkte, die bekannt sind. Ihr seht, die Menüs sehr übersichtlich, sehr klar gegliedert, gut verständlich. Machen wir nochmal einmal hier oben den Dreh auf die Motivprogramme. Das sind die Motivprogramme, auch hier, das sind die üblichen, die schon bekannt sind. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, es scheint keine Panoramaaufnahme zu geben. Es gibt im Menü auch keinen Hinweis auf die Panoramafunktion. Und wie ihr hier seht, nach Monochrom kommt bei der GX7 noch die Panoramafunktion. Und hier geht es mit freigestelltem Porträt weiter. Bei der G6 war die Panoramafunktion ja noch oben auf dem Drehrad. Hier ist sie auch nicht oben auf dem Drehrad. Also nach aktuellem Stand der Dinge gehe ich mal davon aus, dass die kleine GM1 keine Panorama-Funktion hat. Aber auch das werde ich im Test nochmal genau überprüfen. Aber im Moment, wie gesagt, sieht es tatsächlich danach aus, dass sie das nicht hat. Dann gehen wir nochmal hier auf die kreativen Filter. Das sind genau die gleichen wie in der GX7. Expressiv, Retro, Früher, High-Key, Low-Key, Sepia. Dann die verschiedenen Schwarz-Weiß-Effekte mit dynamisch Monochrom und grobes Schwarz-Weiß.
Weiche Schwarz-Weiß, impressiv, hohe Dynamik, Cross-Prozess, Spielzeugeffekt und so weiter. Das heißt, hier haben wir also die üblichen Sachen. Und ich kann auch wieder, das kann ich hier zum Beispiel gerne mal zeigen beim Punkt Sonnenschein, ich habe hier auch wieder die Möglichkeit, ihr seht, ich habe hier einmal unten die Funktionstaste, die ich anwählen kann, dann die normalen Funktionen und hier die kleine Palette. Und wenn ich auf die kleine Palette gehe, ups, jetzt habe ich es geschlossen, habe ich hier wieder verschiedene Einstellmöglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben auf die Sonnenfarbe gehe, kann ich hier zum Beispiel sagen, ob die rot oder ob die gelb sein soll. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, die Sonnenposition festzulegen und kann einfach sagen, so, ich möchte, dass die Sonne von da drüben kommt. Und dann wollen wir mal gucken, ob ich übers Drehrad, seht ihr, übers Drehrad kann ich auch die Größe der Sonne verändern. Also auch das. Ich habe also auch bei den Kreativprogrammen, die ich übrigens ganz einfach mit einem Klick hier oben drauf wieder öffnen kann, ich habe auch bei den Kreativprogrammen wieder die Möglichkeit, diverse Einstellungen zu machen. Mal gucken, hier zum Beispiel beim Miniatureffekt, wenn ich hier drauf gehe, habe ich die Möglichkeit, dass ich den Balken in der Größe verändern kann und auch in der Position verändern kann. Also auch das, da die gesamte Funktionalität der GX7 drin. Und eben sehr schön, Entschuldigung, sehr schön individualisierbar. Dann natürlich wieder meine Funktion IA. Einmal eben hier, wie ihr seht, erkennt er sofort, aha, da wird ein Gesicht aufgenommen. Das heißt hier, der intelligente Modus erkennt, jetzt muss ich ins Gesicht, ins Porträtprogramm gehen. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeiten zwischen den verschiedenen IA-Modus, also den verschiedenen intelligenten Modi zu wechseln. Und auch hier habe ich dann wieder hinter dem kleinen Schieber die Möglichkeit, da nochmal individuelle Einstellungen, wie zum Beispiel eine Belichtungskorrektur, auszuführen. Ja, das ist die neue von Panasonic. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, es ist ja immer die Frage, für wen ist so eine Kamera geeignet? Klar, sie hat keinen Sucher, keinen elektronischen Sucher, bietet auch nicht die Möglichkeit, einen elektronischen Sucher aufzusetzen. Das heißt, sie ist so, wie sie ist. Ich habe auch keinen Klappmonitor, der ist fest eingebaut. Aber für wen ist die Kamera? Also ich würde sagen, für jeden, der eine wirklich kleine, extrem hochwertige, kompakte Kamera sucht und dem eine normale Kompaktkamera mit einem fest eingebauten Objektiv nicht genug Spielraum bietet, weil ich eben auf ein fest eingebautes Objektiv mit einer vorgegebenen Brennweite angewiesen bin. Vergleichen wir das zum Beispiel mal mit der sehr beliebten, ich mag sie auch sehr gerne, mit der sehr beliebten Fujifilm X20. Wenn wir uns da jetzt mal die Größe anschauen, die Fujifilm X20 ist da noch ein Tick höher, wobei der Sensor der Fujifilm X20 kleiner ist. Vorteil der X20, sie hat hier oben den eingebauten optischen Sucher, der Systemkamera von Panasonic natürlich fehlt. Aber ich habe eben hier den kleineren Sensor und ich habe den eingeschränkten Brennweitenbereich, den ich hier nicht habe, denn sicher, das ist jetzt ein bisschen extrem, was ich mache, aber trotzdem, man kann es natürlich auch machen. Man kann auf die kleine Kamera auch mal ein 100 bis 300er draufpacken. Klar, sieht ein bisschen albern aus, aber es geht und ich kriege damit eben auch entsprechend hochwertige Bildqualität, Brennweitenverlängerungsfaktor zweifach. Das heißt, ich habe jetzt 600 mm Brennweite auf der Kamera drauf. Also von daher, das sollte man nicht ganz unbeachtet lassen. Das ist auf jeden Fall eine Zielgruppe, für den diese Kamera wunderbar geeignet ist. Jemand, der eben ein kleines bisschen mehr Spielraum möchte oder der vielleicht eine GX7 hat und sagt, Mensch, ich möchte irgendwas haben für unterwegs. Denn wie gesagt, ich kann da auch ein Pancake-Objektiv, ein Power-Zoom-Objektiv draufpacken. Macht die Kamera auch nicht viel größer. Von daher eine sehr schöne Kombination. Ja, alternativ Mitbewerber, die eben auch in diese Richtung gehen, wären dann auch wieder von Fuji eben die XM1, XA1. Die haben den APS-C-Sensor, haben aber eben auch keinen elektronischen Sucher eingebaut, sondern das ist auch eine Kamera ohne elektronischen Sucher. Wenn man das jetzt aber von der Größe vergleicht, sieht man Formfaktor, boah, das ist schon deutlich kleiner, auch von der Seite, wenn man sich das anguckt. Ich schalte die hier einmal aus, damit man die mit eingefahrenem Objektiv, ach ne, das fährt nicht selbstständig ein, hey, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Das geht nur bei den Power-Zoom-Objektiv. Da sieht man also schon einen Größenvergleich.
Die Panasonic ist schon ein ganzes Stückchen kleiner als die Fujifilm. Wie gesagt, Fujifilm hat aber eben auch den APS-C-Sensor drin, der nochmal einen Tick größer ist. Einen Punkt vielleicht noch, habe ich ganz vergessen. Die Panasonic hat auch noch einen eingebauten Blitz und den kann ich sogar nach oben klappen und so indirekt blitzen. Die Leistungsfähigkeit dieses winzigen Blitzes, das werde ich aber eben nochmal testen. Ich glaube, da kommt nicht wahnsinnig viel Power raus aus dem Blitz. Ich finde es eine wunderbare, hervorragende Ergänzung, gerade wer vielleicht schon eine Panasonic-Kamera hat oder wer umsteigen möchte von einer kompakten auf eine Systemkamera, weil die Bildqualität ihm zu wenig ist und weil er eben auch mit der Schärfentiefe spielen möchte. Und das kann ich hier mit einem Micro Four Thirds Sensor eben schon viel, viel besser als bei einer kompakten. Insofern macht sich Panasonic da auch so ein bisschen Selbstkonkurrenz zu seiner TZ41, die vom Funktionsumfang, WLAN und so weiter ja ähnlich ist, aber eben einen fest eingebauten Zoom hat, der natürlich deutlich von der mit dem 20- oder 18-fach Zoom, weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, wie viel das ist, aber 18- oder 20-fach Zoom natürlich deutlich über der Grundausstattung liegt. Aber ich habe eben viel weniger Möglichkeiten, mit der Schärfentiefe zu arbeiten. Kleinerer Sensor in der TZ41, großer Sensor hier, viel mehr Möglichkeiten. Und ich kann hier auch die lichtstarken Objektive draufpacken. Ich kann hier eben auch mal ein 75er von Olympus draufpacken oder ein anderes lichtstarkes Objektiv und habe eben so sehr schön die Möglichkeit, mit der Schärfentiefe zu arbeiten. Was mich besonders freut, ist, dass sich Panasonic offensichtlich endgültig von seinem Plastiklook verabschiedet hat. Denn wenn wir uns das mal angucken, das ist hier die G5 ist das noch, das ist die G5. Mich hat das immer gestört, dass diese Kamera G5, auch die G6, diesen leichten Plastiklook hat. Mit der GX7 hat Panasonic sich da ja Gott sei Dank schon von verabschiedet, denn auch die hat ja diesen hochwertigen Look und diese hochwertige Optik und auch damit die entsprechende Haptik. Und das Gleiche setzt sich jetzt hier wunderbar bei der neuen GM1 fort, also hier auch diese wunderbare Haptik, die gibt es in verschiedenen Ausführungen mit einem braunen Lederbezug, dann natürlich auch noch zusätzlich die klassisch schwarz-silberne Kombination. Und was man noch machen kann, man kann sich dazu einen Griff kaufen, der wird unten drunter gesetzt und der ist dann hier vorne an der Seite, das ist wie so eine kleine Rolle, sieht das aus. Sieht ein bisschen stylisch, futuristisch aus, muss jeder selber entscheiden, aber wer das gerne möchte und ein bisschen mehr Grip haben möchte, für den ist dieser Griff sicherlich eine sehr schöne Sache. Ich werde ein bisschen noch was zu der Kamera schreiben bei mir auf der Internetseite. Einen richtigen Test wird es im Moment nicht geben, weil sie einfach zu nah an der GX7 ist. Da werde ich auch den Verweis dazu machen, denn die Bildqualität ist identisch. Das werde ich nochmal überprüfen, aber gehe ich mal von aus. Bildqualität ist identisch und die Funktionalität ist im Prinzip auch identisch. Das heißt, ich werde bei mir nur nochmal drauf eingehen, wo die wesentlichen Unterschiede zwischen den Modellen sind. Schaut aber trotzdem gerne nochmal vorbei auf meiner Internetseite www.ralfsfotobude.de, dann natürlich auch auf Flickr, da gibt es nochmal schöne Ansichten der Kamera von oben, unten, Seite, damit man da nochmal ein kleines bisschen detaillierter drauf gucken kann und wie gesagt den kleinen Testbericht zur neuen wird selbstverständlich auch auf www.ralfsfotobude.de geben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, die Kamera interessiert euch und begeistert euch auch ein kleines bisschen. Schaut wieder gerne vorbei, ja, und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren und moin moin!